Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch wieder eine Karte basteln. Und zwar dachte ich, wir basteln heute eine Geburtstagskarte mit einem Anhänger drin versteckt. Und dafür brauche ich jetzt erstmal passenden Kartenrollen noch. Und dann erzähle ich euch gleich, was meine Idee ist. So. Also, meine Idee ist, das hier ist erstmal unser Hintergrund. Es kommt noch Designpapier drum, das suche ich gleich noch raus und dann legen wir damit los. Dann packe ich diesen Teddybär hier drauf und mache den oben im Prinzip mit einem Klebepunkt fest. Ich habe hier diese Klebepunkte und lasse den Rest. Ihr könnt da auch Klebeband oder irgendwas nehmen, es muss halt wieder abgehen. Dann setze ich mit diesen 3D-Streifen entweder den oder ich schaue mal, ob ich noch was bisschen breiteres habe, den Rahmen drüber. Mach den aber vorher auch mit dem Designpapier dicht, sodass man es nicht sieht, dass man hier wie eine Box drauf hat. Und dann dekoriere ich das noch mit den Sachen, die ich hier noch habe. Das werde ich wahrscheinlich hier auf den Rahmen drauf machen. Die Blümchen und das Schild. Hat man eine schöne 3D-Karte mit einem kleinen Versteck. Nach oben offen, dass man den Bär auch rausziehen kann. Und da kann man dann auch, wenn man will, noch was anderes mit reinstecken. Genau, das heißt aber auch, wir brauchen als erstes noch ein passendes Designpapier. Ich glaube, ich habe schon eins. Wobei, das ist ein bisschen zu lila. Das ist wahrscheinlich auch. So, ich habe mal die Box rausgenommen mit den diversen Größen, weil wir brauchen im Prinzip mehr als 15x15. Und da schauen wir einfach, ob wir hier was finden. Wenn nicht, muss ich mal in den großen Blöcken reingucken. Also das hier wäre vielleicht eine Option. Der Rest ist ja recht schlicht, das heißt, auf dem Designpapier kann eigentlich ruhig ein bisschen was los sein. Hier machen wir Blumenmuster, die wären vielleicht auch eine Option. Das ist leider nur ein 15x15. Ich habe mal versucht, mein Designpapier ein bisschen nach Größe zu sortieren, dass wenn ich weiß, ich brauche mehr als 15x15, nehme ich den Schub. Wenn ich weiß, ich brauche 15x15, nehme ich den anderen. Es sind aber noch ein paar dazwischen, die sind falsch einsortiert. Ich habe auch noch einige Blöcke, die sind noch gar nicht einsortiert. Das wäre vielleicht auch eine Option. Da weiß ich aber nicht, ob es reicht. Lila will ich jetzt nicht unbedingt mit reinbringen. Das ist Weihnachten. Jetzt gar nicht, ihr seht es gar nicht von oben. Das hier sind alles Weihnachtspapierreste. Das ist mir zu wild. Für diese Karte. So, dann schauen wir gleich mal, welche Option am besten passt. Ja, das ist mein wunderbarer Drehstuhl. Also, es muss ja primär zur Deko passen. Das heißt, wenn man das jetzt nimmt, Blümchen drauf, wobei ich noch nicht weiß, ob ich die große Blume nehme. Und hier das. Das würde mir schon mal gefallen, aber das wäre sehr Ton in Ton. Wenn wir jetzt gucken, wo haben wir ein bisschen was Kleineres vielleicht mit drauf?
das hier vielleicht nimmt. Ich drehe es mal so um, wie es dann ist. Da hätte man einen schönen Kontrast. Dann weiß ich aber nicht, ob da das Blümchen so super dazu passt. Hier noch was anderes. Das hier ist mir eigentlich zu groß vom Motiv für das, was wir vorhaben. Das hier wäre vielleicht noch. Ich muss mal. So, da bin ich wieder. Also, ich habe mich jetzt für das Papier entschieden. Das andere ist mir dann doch ein bisschen zu wild. Wobei jetzt natürlich eine Karte pink in pink in pink und wir machen dann einen blauen Anhänger oder einen blauen rosa. Aber ist mir eigentlich auch egal. So, ich markiere mir jetzt hier einfach mal die Stellen, wo ich abschneiden muss. Und dann gehe ich an meinen Hebelschneider. Schneide ich das mal zu, wenn ich ihn freigeräumt habe. Bei mir ist jetzt gerade das Problem, es ist kurz nach Weihnachten und die ganzen Sachen wie Keksdosen und so, die wir ja jetzt nicht mehr brauchen, weil sie leer gegessen sind, die aber auch noch nicht hoch können, weil das andere Weihnachtszeug mit denen zusammen auf dem Dach wohnen soll. Das steht momentan mal wieder alles in meinem Arbeitszimmer. Aber ich habe aufgeräumt, das heißt, das Freiräumen geht deutlich schneller. So. Schauen wir mal. Ich finde es nämlich nicht mehr. So, schauen wir mal. Das passt schon. Und der Rest. Ja, perfekt, der passt auch für hinter dem Rahmen. So, dann brauche ich den nur nach oben ein bisschen abschneiden. Dann nehme ich aber jetzt schnell die Schere. Und dann klebe ich erstmal das hier auf. Das ein bisschen anziehen kann, weil wir das hier dann brauchen, um es auf den Rest zu setzen. Ist auch egal, ob das krumm ist oder schief. Hauptsache von vorne sieht das gut aus. Übrigens, wenn ihr sehr knapp bei Kasse seid, gebe ich euch den Tipp, wenn ihr so was Gelehrtes macht und ihr habt so ein Hintergrundpapier wie das hier, geht hin und schneidet die Mitte raus, wo dann eh was anderes drüber liegt, außer ihr wollt es mit 3D-Effekt. Also bei uns kommt hier jetzt eh noch ein goldener Kreis drauf. Das heißt, ich hätte den ganzen Inhalt natürlich ein bisschen ran zum Kleben lassen, aber alles, was das verdeckt, hätte ich auch rausschneiden können und dann zum Beispiel noch einen Tag draus machen können.
Ich bin Gott sei Dank in der Situation, wo ich es nicht so knapp habe. Das heißt, ich spare mir den Schritt. So. Jetzt kann ich eigentlich auch schon hier hingehen. Ja, die Klebepunkte kleben sehr gut, aber die lösen sich halt auch wieder. Das ist der große Vorteil von denen. So. Wieso habe ich schon wieder Kleber auf meiner Arbeitsfläche? Die ist doch nagelneu. Und jetzt müssen wir im Prinzip hier genug Höhe drauf kriegen, dass wir es drüber setzen können. Und eigentlich war der Plan, das mit den Streifen zu machen. Die sind jetzt aber vielleicht doch ein bisschen schmal. Das ist ein recht dünnes. Kein dickeres mehr. Ja, das sind Pads. Ist auch nicht so super. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch mit Papier was dahinter setze. Dann hätten wir auch gleich einen schönen Rand. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach so. Wir brauchen ja nur für die beiden Seiten jeweils einen Streifen. Den Trick hat mir übrigens jemand verraten, wenn ihr mal euer Falzbeil oder euer Dotting-Tool nicht findet. Ihr könnt auch mit einem Kugelschreiber falzen. Wenn ihr an einer Stelle seid, wo es euch egal ist, ob man was durchsieht. So, jetzt muss ich nur gucken, ob der hoch genug ist. Ja, es ist knapp. Aber ich nehme den jetzt. An denselben Stellen falze. Zumindest für den mittleren ist das entscheidend. Dass sich das jetzt so schlecht falzen lässt, liegt an dem Papier, weil das foliert ist. Mit dem hatte ich schon ein paar Mal Probleme beim Falzen. Also wenn ihr jetzt hier Riffel seht, das sieht man aber von außen nicht. Normalerweise. So, dann machen wir das vielleicht auch mit doppelseitigem Klebeband und lassen es nach unten einfach.
So, und dann. Ach, es ist zu lang. Schneiden wir mal ein Stück ab. Schneide ich das andere gleich auf dieselbe Länge zu. Hier Klebeband drauf. So, ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich die Seite richtig rum habe. Aber es passt. Und wenn ihr das nachbastelt und ihr auch das mit der Seite machen wollt, ihr könnt auch gleich das als Ganzes machen und dann einfach den Rahmen draufkleben. Das ist jetzt bei mir jetzt nur so, weil das jetzt im Prinzip eine spontane Entscheidung war. Weil meine Foam Tapes sind zwar schön schmal, aber auch schön flach. Wenn ich die jetzt anfange zu stapeln, ich dachte, ich hätte noch ein etwas breiteres, höheres, dass ich so eine Pyramide hätte bauen können oder so. Aber dem war wohl nicht so. So, jetzt können wir gleich gucken, wo wir das auch ansetzen. Oben reinguckt, sieht man das, was drin ist. Wenn man ein bisschen reinfingert, kriegt man es auch ab. Und es ist trotzdem versteckt. Und es hat natürlich einen tollen 3D-Effekt, wenn man jetzt hier guckt. Die Spiegelfolie verstärkt das sogar noch ein bisschen. Können wir jetzt noch unsere Deko aufbringen? Willst du eigentlich oben drauf? Und das könnt ihr im Prinzip für jeden Anlass machen. So, ich will das eigentlich. Wie will ich es denn? So finde ich es eigentlich ganz gut. Passt jetzt natürlich in keinen Briefumschlag mehr. Aber das macht ja auch nichts. Gibt ja auch Karten, die sind eher dafür, sie wirklich selber vor Ort zu schenken. So, und jetzt ist mir hier noch ein bisschen viel weiße Fläche. Deswegen gucke ich mal, wenn wir die Fenster schaffen. Mach was los hier. Und ihr wisst ja, was immer gegen freie Fläche hilft. Punkte. Und ich mache die hier hinten im Prinzip auch auf dem Rahmen, damit es an mehreren Stellen vorkommt. Ist auch was, was ich vom Zeichnen her kenne. Sachen, die sich wiederholen, wirken stimmiger.
Also beim Zeichnen achtet man zum Beispiel auch darauf, dass ich bestimmte Farben, die nicht Hauptfarbe des Bildes sind, einfach immer wieder wiederholen. Und man dadurch ein einheitliches Farbschema erreicht. So, jetzt weiß ich nicht, ob es euch zu viel ist, aber mir gefällt das so. Genau, das war jetzt auch meine erste Bastelei dieses Jahr, die ich fertig gemacht habe. Alle Videos, die ihr davor gesehen habt, sind noch im letzten Jahr entstanden. Ich habe bisher nur Handarbeiten gemacht. Stimmt nicht ganz. Ich weiß nicht genau, wann ich den Chunky Charm gemacht habe. Der könnte auch schon dieses Jahr passiert sein. Auf jeden Fall, ich habe euch ja schon Neujahrsgrüße dagelassen, aber weil es das erste Video ist, was ich dieses Jahr filme, außer der Chunky Charm war zum Jahreswechsel, wünsche ich euch allen nochmal ein frohes neues Jahr und ja, hoffe, ihr bleibt weiterhin meinem Kanal treu. Wir haben fast die 100 Leute erreicht, fast die 100 Abonnenten. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne unten, es kostet euch nichts, ihr werdet nur informiert über neue Videos von mir. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen wie immer einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!